Warum geht er da so im Limbo Dieser runter? William. Hierher verschleppt er nach der Sendung immer seine Groupies. Wem hat Groupies? Halt, hier kann ich nicht weiter. Oh, uiui. So, was haben wir hier? Seepferdchenabzeichen. Ach, die sind noch von meiner Flüchtlingshilfsaktion Seepferdchen für Afrika übrig. Ach, die liegen eigentlich ganz gut da. Okay. Hier hätte der Trödeltrupp sicher seine große Freude. Ernsthaft? Ja, ich probier halt rum, ne? Lena hat aber ganz schön zugelegt. Ja. Charlotte, bist du es? Ja. Die muss hier bleiben. 50 Shades of Cohn. Benutzt den nochmal. Ich lasse ihn lieber hier. Na gut. Ich will gar nicht wissen, was er damit macht. Nein. Okay, okay. Boah, hier noch voll die Dose. Glump. Hoffentlich liegt hier nirgendwo der dazugehörige Polizist. Naja, also weiß man ja nicht. Ja, witzig. Ja, fand ich auch. Da steht ein Kanister. Ja, dann nimm mit. So. Warum auch immer wir jetzt einen Kanister haben. Aber ist okay. Williams Medizinschrank? Gruselig. Da macht ihr mal auf und dann gucken wir mal, was da drin ist. Gummihandschuhe. Achso, die haben wir jetzt gleich angeguckt. Können wir es leider auch nicht mehr. Aber wir können uns die hier angucken. Ach, du dickes Ei. Jede Menge leerer Glumpdosen. Das erklärt einiges. Ach, scheiß aufs Dosenpfand. Weg mit dem Gerümpel. Wow, Glump. Glump war, glaube ich, irgend so ein dummes Start. Willy Vanilli? Der alte Tiger hat sich mal wieder ins Koma getrunken. Fuck. Ihm ist wohl der Erfolg zu Kopf gestiegen. Oh Mann. Da hilft nur eins. Damit er rechtzeitig wieder auf die Beine kommt, muss ich ihm ein Konterglump Trademark verabreichen. Ein Konterglump. Hallo? Hi, Jan. Bastel Brothers. Ihr kommt gerade richtig. Habt ihr noch Glump für mich? Leider nicht, aber wir können dir das Rezept geben. Diktier's bitte in meine Apple Watch aus purem Gold. Unser Glump ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält. Cola, Alkohol, Zitrusaroma, ein paar Tropfen Alpakaschweiß, alles in Kanister, gut schütteln und zack, fertig. Glump. Ach cool, danke, das klingt ja unkompliziert. Wenn du noch Fragen hast, du findest uns in der Werkstatt. Okay. Also Glump auf jeden Fall ein Getränk, so ein Kickstarter. Geht zu Luke, habe ich schon gelesen, aber es ist natürlich die Luke. Mein Gott. Scheiß Star Wars, macht einen total wahnsinnig. Überall hört man Star Wars. Jedenfalls, Glump war, glaube ich, so ein Kickstarter-Projekt. So ein angebliches, ich weiß gar nicht, ob das ernst gemeint war, ich glaube eher nicht. Von irgendeinem Getränk, von irgendeinem Energy oder keine Ahnung. Was waren noch die Bastel Brothers? Ja, die machen immer so, das ist halt auch Humor. Die ne? Bastel Brothers haben wieder alle Türen aufgelassen. Offensichtlich. Dann gehen wir mal hier rein. Geht zur Garderobe von Relefanten. Ach, das war doch... Das war, glaube ich, noch zu Zeiten, als das Neo-Magazin Royal noch kein Royal hinten dran hatte, sondern noch sehr viel kleiner war und Neo-Magazin hieß. Gab es da nicht so einen Elefant, der immer in die Sendung kam, wenn Jan Böhmermann ihn, die Frage gestellt hat, ob ein Thema, das er ansprechen will, relevant ist? Und da hat der Elefant immer gesagt, ob es eben relevant, also, ne, Wortspiel, naja. Diese Tür ist irrelevant. Irrelevant, versteht ihr? Hat sich eingeschlossen. Ah ja, gut, Adi. Das ist die Garderobe von Adi, direkt neben meiner. Zufall? Hat sich eingebunkert. Oh Mann. Meine Garderobe. Cool, da gehen wir da rein.
Oder wir gucken uns hier erst nochmal um. Ponyboxen mit Jürgen Domian. Wow. Diese Pflanzen werden mit den Tränen der Postproduktion gegossen. Wow. Und die hier nicht? Diese Pflanzen werden mit den Tränen der Postproduktion gegossen. Ja, anscheinend nicht. Dafür ist dann Stromkabel drin, warum auch immer. Ein Tourplakat vom Beate Zschäpe Musical. Ja. Da hat selbst Andrew Lloyd Webber geweint. Das war sehr, sehr lustig. Beats im Kies, das war geil. Hier haben wir Joko und Klaas schon mal beim Spionieren erwischt. Können wir ja durchklettern. Ich arbeite zwar fürs ZDF, aber ich bin nicht blöd, ne? Ah ja, gut, dann halt nicht. Was ist das für ein Poster? Ein Plakat vom Satanstrianglisten, meinem ersten Film. Sagt mir gar nichts. Auch ein Insider? Ich weiß es nicht. Ein Plakat. Naja. Das bleibt schön hier. Gut, und was ist hiermit? Ein Plakat von Zirkus Halligalli, zur Abschreckung meiner Mitarbeiter. Damit sie wissen, wo sie landen, wenn sie sich nicht genug anstrengen. Okay, das war gut. Hoffentlich hat Photoshop Philipp nicht wieder was im Kopierer vergessen. Papier. Sieht aus wie eine Quittung. Eine Tageskarte für den Heidepark Soltau, für ein Filmteam, inklusive zwei Wumbo-Figuren. Ah. Genau 1000 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Ach, bestimmt. Geh zu Durchgang. Ach, hier sind die Bastelbrothers. Das sind die Bastelbrothers. Marcel Magic und Simon Spectacular. Ja, ja, tollen Namen, also muss man echt sagen. Warum sind die eigentlich siamesisch Zwillinge? Die benutzen lieber, als dass sie benutzt werden. Ja, schon klar, aber warum sind das siamesische Zwillinge eigentlich? Hi, Bastelbrothers. Hi, Bastelbrothers. Hi, Jan. Das wird echt jedes Mal lustiger. Ist er auch von Conan geklaut? Hat er sich endlich mal gemeldet? Bis später. Ups. Hand nehmen, schütteln, zack, fertig. Tschüss. Oh, Mann. Hi, Hi, Jan. Ist er auf? Hat er sich endlich... Sag mal... Ja. Was bastelt ihr denn Schönes? Wärmedecke, Aktenvernichter, zack, fertig. Lametta. Oh Mann. Wie war nochmal das Rezept? Unser Glump ist ein Geheimrezept. Das einige... Achso, das Cola, ist... Da, Alkohol, da, na, Zitrus, na, das haben wir schon... Alles in, zack, fertig. Das haben wir schon fertig. Glump. Ach, schon gut. Ach, Hand nehmen. Okay, das hatten wir schon. Der Thermomix des kleinen Mannes. Ich dachte, das ist ein Wasserkocher. Och, nie hat man Popcorn dabei. Vielleicht finden wir noch welches. Trichter Alexander Holt. Na, oh Mann. Okay, haben wir noch was? Schraubstock. Den haben die Bastel Brothers vom Schraubstock-Festival. Leider fehlt die Kurbel. Die Kurbel fehlt. Mir egal. Die Kurbel fehlt. Mir egal. Ob Dende auf Helium eine normale Stimme hat? Das wäre eine interessante Frage. Oh, nö, geh weg damit. Okay, okay, okay. Gut, wir gehen mal wieder zurück. Hier können wir scheinbar erstmal zumindest noch nichts machen. Scheinbar an diesem Schraubstock-Ding. Dann gehen wir halt doch mal zur Garderobe von Jan Böhmermann. Okay, warum nicht? Sieht ein bisschen aus wie das alte Studio von Neo Magazin. Nur Rauschen. Das könnte ProSieben doch ab 2016 statt TV Total senden. Lustiger wär's. Okay. Dann lass ich mir lieber von Joko die Eier auf den Boden tackern. Okay, okay, gut. Meine Moncler-Jacke, gefüllt mit K1s Echthaar. Also er lässt lieber sich die Eier von Joko auf den Boden festtackern, statt einen Fernseher zu benutzen. Okay. Warte mal, können wir die nehmen? Hier ist es schon warm genug. Na gut. Cola ist mein Schmusi. Schmusi? Aber sagt bloß keinem, dass ich gar keinen Glump Trademark trinke. Trademark? Okay, das verraten wir nicht. Schnell eine Cola, bevor ich wieder zitter. Ja. Brauche nur noch was zum Öffnen. Oh, ist ja wie der Sie hier, ne? Microsoft, das Apple des kleinen Mannes. Ja, ja. Oh Gott, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was zur Hölle? Starting Windows 95, okay. Alter, waren das Zeiten. Das war auch unser erster PC, zumindest an den ich mich erinnern kann. War auch ein Windows 95, an dem ich dran saß.
Da habe ich damals Urmels großer Flug gespielt. Boah, geiles Spiel. Würde ich gerne let's playen. Stark. Aber ist schon zu lange her. Kann man leider nicht mehr... Er läuft schon. Ja, mach irgendwas. Sehe ich aus wie Markus Lanz? Ein bisschen schon.